Verdammt, Roger, und jetzt wurden wir überführt und ich bin hier in dieser Zelle, in diesem verdammten Hochglanzgefängnis? Wie, was? Eine Hochschwanzbedrängnis? Ja, du, die hatte ich damals auch, 72, in den nepalesischen Alpen, oben in Peru. Ne, damals, als die Franzosen den großen Kampf gegen die Engländer in den peruanischen Alpen hatten. Das hat es nie gegeben. Da gab es eine richtige Hochschwanzbedrängnis. Das gab es nie, Ja klar, doch, ja sicher. Die haben 72 die letzten Wikinger verdrängt. Das stand in jeder Zeitung. Wikinger? 72 gab es gar keine Wikinger mehr. Oh, was ist das? Hier, jetzt kommt nämlich der Schamlord, der Schamhaarlord. Alter, der Schamhaarlord greift an. Im Gefängnis. Warum regnet jetzt auf einmal Menschen im Hochglanzgefängnis? Cthulhu-Gefängnis, was geht hier ab? Kufalus. Das Phallus-Gefängnis. Oh, hier fallen Leute vom Himmel. Im Kufallus-Gefängnis? Kufallus. Oh, hinter mir ist ein Pirate. Kufallus der Grobe. Oh, der hat mir einen mitgegeben. Ich bin fast tot. Ich bin tot. Wie, du bist tot? Da war so ein Ruckelpirat. Der hat mir voll einen mitgegeben. Ja, lol, lass ich mich mal hier verprügeln, du. Er hat gesagt, ich bin der Shardlord. Hier ist Cop Johnson, ey. Polizeigewalt. Ich werde unterdrückt. Alter, 190 Leute sind da drin. Ja. In dem Hochglanzgefängnis. Ist sich mal nicht mit den peruanischen Panganisten angelegt. Ja, nee, der war hier, keine Ahnung, Schwanzbart hat mich da richtig schön abgegriffen. Schwanzbart? Er hat mir so ein kleines, so eine kleine Obstschale, so ein Ei mit Wurstbouquet hat er mir angeboten. Das Witzige, ich kannte wirklich einen, der hieß Engelbert. So, den haben wir halt Engelbert. Alle haben ihn immer Schwengelbert genannt. So. Oh, hier, ich habe den ein bisschen aggressiv gemacht, damit der Lord der Schande kommt. Der ist aus dem Klo, das ist so ein Toilettengolem, Alter. So ein Toilettengolem aus Menschenlehm geformt. Mama, da ist ein Golem. Aus Afterlehm geformt. Afterlehm. Der hat einen Krückstock. Der Lord. Lord Krückenmann. Lord Krückenkröcken. Lord Krückenkraken. Lord Rückenkraken hat die windigsten Haare am Rücken. Alter, hier, da wollte mich einer Hendrixen mit seiner Gitarre. Mit seiner Prison-Klampfe. Prison-Klampfe. Mach erstmal oben alles tot. Ja, oben so alles auch. Ich drehe ja auch hier so ein bisschen was Nunner. Alter, ist das? Jack der Skater war da oben eben. Was? Jack der Skater? Ja. Alter, der Shardlord, er ist Alter, super was hat extrem. Der denn? Hat irgendwie so ein Rostschwert. Ey, kriegst du nicht kaputt. Der Mann mit dem rostigen Schwert, du. Alter, der Shardlord, er hat irgendwie Kräfte, um mich anzusaugen. Saugmundkräfte. Ja, der wirklich. Richtige Saugmaullippen. So eine richtige Sauggosche. Hast du eine Trompete? Was, eine Trompete? Warte mal, hä? Harpune hat so aus, als hättest du eine Tröte. Da kriegst du nicht kaputt. Nee. Ein echter Shardlord. Ein echter Shardlord. Alter, was hat der denn da so für eine komische Hand? So eine Schadklaue. Die Schadhand. Schadhand. Spearfinger. Das ist Cherokee-Kram. Jack Spearfinger. Cherokee-Kram ist extrem. Cherokee-Kram klaut unsere Jobs. Das ist Cherokee-Kram, da brauchen wir Angst dagegen. Im Süden meiden wir Cherokee-Kram. Cherokee-Tampons, Cherokee-Hahn. Was ist das Haufigste auf der Welt? Lass mich nachdenken. Cherokee-Hahn, richtig. Hab ich das auch gesagt? Yeah. Was ist das Haufigste auf der Welt? Lass mich nachdenken. Cherokee-Hahn? Richtig. Ist das Erste, was einem einfällt. Immer. Ja klar, wenn jemand zu mir sagt, was ist richtig saugfähig? Nun, das müsste Cherokee-Hahn sein. Alter, wir könnten vielleicht einen Shardlord smitten. Ich hab doch keinen Smit. Na, jetzt noch zwei Balken, hab ich einen Smittel. Ich hab einen Smittel. Ja, dann smitte den nochmal weg. Boah! Überall Alter. Fliegt sein Kadaver! Kadaverlord! Da oben ist auch so ein Maisgolem. So ein brauner. Der braune Maisgolem. Braunmais. Braunmaisgolem. Maishuhn. Ein altes Mais. Meine Mutter war ein altes Maishuhn. Meine die hat den Mais aus ihrem Loch rausgepickt. Meine Mutter war ein Maishuhn. Ich hab Maishuhn genäht. Große Maishuhn-Dynastie. Mütterlicherseits hatten wir Maishühner im Stammbaum. Maishuhn. Mutter Maishuhn.
Ey, der hat eine Flinte. Der hat eine Partyflinte, der Dude. Klock-Klock-Flinte. Klock-Klock-Flinte. Die Maisflinte. Braune Maiskolben. Boah, ich bin richtig angehittet. Ja, ich auch. Die Karte ist schwer. Ich hatte einen Golem-Hit, ey. Hit me with your Golem. Hit me, Golem, one more time. Der Golem. Golem. Französisch Gül. Golem. Du bist Hans Golem. Hier unten geht's aber. Ey, der eine Wärter hier mit der Flinte, der ist ja untouchable. Ja, ich hab den mit einer Flasche. Ich verliere an dem alle meine Waffen. Au! Aber ich glaube, das ist. Oh, ich bin. Oh, ich bin kurz im Chat. Hans Golem, ey. Stirbt nicht. Hans de Gül. Hans de Gül. Es fallen immer neue Leute runter. Ja. Gibt's hier denn nicht keine. Hier gibt's keine Waffen mehr. Nee, hier gibt's nix. Vielleicht oben. La Hans de Gül, hier ist eine. Dr. Güllmann. Waffen da unten noch gefunden. Ey, meine Mutter, gestern ruft sie an. Ja, wir haben ein Paket losgeschickt. Ich sag, ja, ist ja gut, dann. Ne? Ja, nur, dass du Bescheid weißt, sonst musst du das wieder abholen. Ich sag, ja, dann hol ich das Samstagmorgen ab, ist ja kein Problem. Reicht ja noch für Ostern. Okay. Heute ruft sie mich an. Ja, das Paket ist da, du musst das dann Samstagmorgen abholen. Ich sag, ja, weiß ich doch, ich hab einen Zettel im Briefkasten. Welch Jahrhundert lebt ihr eigentlich? Weißt du? So sind halt die Mutters. Ja, ja. Ich bin Mitte 30, letztes Mal auch. Ja, hast du dich denn wenigstens vernünftig angezogen? Ja, guck mal, weißt du, wie es ist? Ein Kind ist für einen immer ein Baby. Das ist einfach so. Du siehst als Elternteil dein Kind nie als Mitte 30. Ja. Sondern immer als das kleine Ding, das mal in die Windel geschissen hat. Ja, nur das Ding ist, du fühlst dich halt wie so, als wärst du irgendwie so grenzdebil. Ja, ja. Ja, du fühlst dich, als wärst du. Du bist Mitte 30, so. Hast du denn auch. Mutter, ich koche jeden Tag frisches Essen für meine Tochter. Weißt du, so. Ja, ach so. Ja, was gab's denn? Ja, so. Ach so, oh, das ist ja schön. Du kannst ja richtig kochen. Ja, nee. Ich glaube, du hast Schwimmflügel an, wenn du beim Kochen bist. Nicht, dass du im Becken ertrinkst. Was glaubst du, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe eigentlich? Was? Naja, Quatsch im Internet. Nee. Also gut schon, aber damit habe ich noch anfangs kein Geld verdient. In unserem Keller gewohnt. No, oh, ich hab beinahe hätte ich eben den Todeshit bekommen. Der will sein Schwert nicht rausrücken. Postmortem Stock halten. Er steht wieder auf? Unglaublich. Und fucking glaubelig. Oh, ich hab was gefunden. Knuppel. A Knuppel. Für Honkball oder was? Nee, hier, Polizeiknuppel. Ich hatte eben auch einen, damit habe ich drei Dudes oder so bearbeitet. Pimpstock. Ich habe ihm den Stock entwendet. Er hat einen Hammer, der eine. No! Oh. Hab ich seinen Oldboy-Hammer. Ah, gestern im Knast habe ich jemanden geoldboyt. Ist aber was anderes. Alter, der Maiskolben da oben, der steht immer noch. Der Bonduell, der alte. Der alte Bonduello. Der alte Bonduell-Kolben da oben. Hängt in der Zelle drin. Sieht gut aus, sieht frisch aus. Bonduell, so ein Name. Au! Von hinten, Alter, wo kamen die denn her? Du darfst jetzt keinen Hit mehr abkriegen, Dude. Wie kommen die eigentlich alle immer hier? Wie kommen die eigentlich hier nach unten alle? Alter, er hat da so ein Elektrostiko. Ich hab grad so ein Taser. Alter, smiten, smiten, smiten. Er geht nicht gesmitelt. Wieso? Keine Ahnung, er ist tot. Hier liegt ein Taser. Hier drüben. Nimm den Taser.
Take the Taser, yo. Warum kommen die alle hier runter, ey? Ist noch ja, einen. Weil fallen halt. Bei Jimmy gewesen. Boah, Alter. Hast du schon diese Jimmy Savage-Demo gesehen? Ja. Oh. Demo, hä? Doku. Was ist Demo? Doku. Demo, ja. Ich war mal auf einer... Wie hieß der? Savage? Ja. Savage? Ich war mal auf einer Jimmy Savage-Demo. Beim Demonstrieren. Irgendwie, wenn du so ein erfolgreicher Moderator und Anchorman und Disc-Jockey werden willst, musst du irgendwie Jimmy heißen anscheinend. Ne? Das ist anscheinend richtig. Alles Jimmys. Frank geht auch. Frank und ein Oberlippenbart. Wir schalten jetzt rüber zu Frank Tittleman. Frank Tittleman mit dem Lippenbart. Frank Nippelbart. Hey Frank. Frank Nippelbürste. Hey Frank, wie sieht das Wetter bei dir da drüben aus? Oh mein Gott, es ist heute stürmisch, Johnny. Jimmy. Ey, hier ist irgend so ein Knastboxer. Ja. Alter, was war das? Ich glaube, jede Etage hat ihren eigenen Golem oder so mittlerweile. Ich höre irgendwas grunzen, hörst du das auch? Ja, es macht... Und boah, der hat mich beinahe gehitzt, die Sau. Aber es ist nicht mehr so arg viel, glaube ich. Ja. Wird da oben so eine richtige Party, Golem-Party, höre ich doch irgendwo im Hintergrund. Voll weggeflogen. Wow! Bam! Alter! Frankie Fatlip. Frankie Fatlip. Tot? Ich weiß es nicht. Oh, da kommt noch einer. Hier kommen noch einige. Alter, so ein Minimann. Der Minimann. Ist er tot? Weiß ich nicht, er ist irgendwie im Boden verschwunden. Ich habe Angst. Der Milchmann. Hat die Kanne. Malekman. Zahnbürste habe ich gefunden. John Malekman. John Malek. Being John Malek. John Malekovic. Er war ja auch hier irgendwelche Football, Hockeyspieler. Vorsicht, Satanistenzimmer. Irgend so ein Satanszimmer. Klo-Golem. Oh Gott, jetzt werden auch noch Laser auf uns geschossen. Oh no. Runtergefallen. Bitte Golem. Ich hab hier ein bisschen abgesurkt. Golem ein bisschen auf die Nase gehauen, aber der lebt noch. Wow. Vorsicht. Oh nö, der lebt immer noch. Minenarbeitervolk hier oben. Oh, er ist tot. Alter, das Satanszimmer da hinten. Ritualzimmer. Puh. Aber eigentlich eine ganz coole Karte, finde ich. Mega gute Karte. Oh, hier ist wieder dieser Rost-Ninja. Der Rost-Ninja. Bob Rost. Oh Gott, es ist abgestürzt. Nein! Oh Gott! Das müssen wir Warum sind wir jetzt wieder hier? Raum und Zeit durchdrungen! Raum und Zeit durchdrungen! Das geht direkt los! Der Shardlord! Der Shardlord wurde beschworen! Eine Competition-Karte! Das ist eine Competition-Karte, ja! Das ist auch eine ESL-Karte! ESL! Mit anerkannt! Liga-Karte. Mit in vielen Regionen der Welt auch als Zahlungsmittel anerkannt, wenn du sie geschafft hast. Glaub mir, in Thailand musst du nur sagen, hab die Karte nicht gespielt, dann sagen die, okay, es geht auf Führerschein raus. Umsonst. Ja, ein Führerschein gibt's ja gratis und ein Happy Meal. Mit einer Suppe drin. Fluglizenz. Ich kann ein kleines Flugzeug in Thailand fliegen, weil wenn ich die Karte sie 10 Baht drauflegen, bekommen sie eine Fluglizenz. Ja, in einigen Regionen dieser Welt ist diese Karte hoch angesehen. Sometimes all I think about is you. Na, dein Lieblingslied, ne? Ja, ja, grausam. Immer im Radio kommt. Alter, hier geht's richtig ab. Boah, hier der Maisgolem. Ich hab ein Messer, das ist richtig gut gerade. Die Schwäche der Wärter ist ein Stichmesser. Oh nein, ein Stichmesser, meine einzige Schwäche. Kugeln, meine einzige Schwäche. Eine scharfe Klinge, meine einzige Schwäche.
Eine scharfe Klinge an meiner Kehle. Woher wusstest du das? Wie konntest du das wissen? Nun, ich bin schon ein ziemlich krasser Gangster. Alter, ich hab da eben gerade reingeschockwaved und die Anzeige hat sich direkt gefüllt. Sometimes all I think about is you. Late night in the middle of June. Heat waves are faking me out. Hey, make copyright you happier hier now. Wegen Sing ist ja extra ein bisschen schlechter. Ganz dünnes Eis. Aber ich hab das Lied nur im Radio gehört, ich kann's auswendig. Und ich höre nicht viel Radio, aber wenn ich das Radio anmache, läuft dieses Lied. Komisch, ne? Das ist wie damals Dings, Wrecking Ball. Das lief auch jeden Tag 40 Mal, ne? Ja, ja. Du also konntest dem Lied nicht auf ein und demselben Sender. So, wenn du dann umgeschaltet hast, lief es ja da, weil es da auch 40 Mal lief. Du konntest nicht entkommen. Ich hab durchgesippt und kam immer wieder bei Heatwaves an. Ja. Selbst Last Christmas läuft auch im Sommer. Was? Oh, ey. Achtung, Dr. Golem. Wo ist der andere Golem? Ist der schon tot? Schadlord? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Ich hab da unten so reingeschadet. Sharding with attitude, Alter. Richtig abgeschadet. Warte, was geht denn da oben noch so ab? Ist noch viel los? Oh ja, oh ja. Da oben geht richtig. Da wird geskittelt. Da ist ein Skittle da oben. Okay. Boah, da oben ist irgend so eine Art Löwe oder sowas. Alter! Der Gurk ist da oben. Bock de Gurk. Je Gurk. Jules Gurk. Jules Gurk. Ich bin Jules Gurk. Ich bin Seereisender. Auf ich habe Seealemonen erforscht. Auf der ganzen Welt. Seeanemösen. Seeanemösen und Trippe habe ich erforscht. Ich habe versucht, mit Seeanemösen Tripper zu heilen. Hat nicht funktioniert. Tripperbrettfahrer. Der Tripperbrettfahrer. Tripperbrettfahrer. Lebt hier unten noch. Alter, guck dir das an, der Gang, ne? Ist der bisschen Gang des Blutes. Das ist ja Mordsauerei da unten. Und schön wurstig, der Gang da unten. Ein Wurstmacher kauft einen Musli-Box. Wette ein, werden wir wieder nicht finden. Ja, weil er irgendwo in dem Haufen liegt oder so. Irgendwo wird einer zwischen den Haufen versunken sein. Ja, diesmal habe ich viel mehr Waffen gefunden irgendwie. Ja, diesmal kommen wir da auch irgendwie besser durch aus irgendeinem Grund. Das ist richtig kremisch. Mehr Fähigkeiten. Was willst du da aufheben? Der hatte verrückte Auge gehabt. Der hatte das rote Auge. Der hatte das rote Auge, Steve. Komm, schau aus dem Wasser raus. Alter, Achtung, hier kommt Alua-Mann. Alua. Sein Steinfreund. Der Spinnenkönig. Vorsicht, der schießt Laser, Alter. Spinnenkönig Alua. Die letzte Banane. Oh Mann. Hey, letztens auch wieder so ein paar alte Zombie-Ansagen gehört mit dem Banana-Bag und dem Alibaba und die 40 Raper-Räuber. Oh, so dämlich. In seinem Banana-Bag. Sein Banana-Bag. Die Raper-Räuber. Alter, hier ist so ein Zombie in so einer Zombie-Zelle mit einem Gummiarm irgendwie. Der hat den Fistfluch. Der Fistus. Okay, der hält richtig was aus. Richtig Sahne Mephisto, auf der Tüte. Alter. Mephisto. Oh, 9. Sometimes all I think about is you. Wo sind die denn jetzt alle? Keine Ahnung. Hier war der mit dem langen Schlong. Alter! Was? Wo? Guck mal, hier oben, der dunkle Mexikaner-Ritter hier in der Zelle. Wow. Dark Mexico. Oh, der war aber schwach. Dafür ich hab auch hier das Rostkatana. Hier sind noch zwei, die knutschen.
Einfach nochmal in jede Zelle so reingucken. Highspeed in alle Zellen. Alles anpuffen und pieksen. Da ist noch so ein Mexikaner Pirat. Ein Tex-Mex Pirat. Okay, die Satanskrabbe ist tot. Hier ist noch so ein Kettenschwinger. Da ist auch noch einer. Mit einem Tomahawk. Ein Typ mit einer Kette und einem Goldzahn. Da ist noch einer. P2. Er ist tot. Komm schon, zwei Dudes jetzt noch. Haben so viel getan, um diese Karte durchzuspielen. Da flippert einer bei mir rum. Sehe nichts. Wir haben so einen, der ist voll am Abflitschen. Das ist Heilung. Krass. Zappelt noch irgendwas rum. Aber. Ah, jetzt fehlt. Ich wusste, dass einer fehlen wird. Oder zwei. Mies. Aber wo? Wo kann hier noch jemand sein? Hier! Hat sich versteckt in seiner Zelle. Er ist tot. Ist er tot? Ja. Irgendwo. Irgendwer. Noch am Leben. Aber wo? Monstrositätenzelle sind auch alle tot, ne? Der Golem Hall, ich weiß nicht. Ja, nichts. Ich höre nichts, ich sehe nichts, ich weiß nichts. Wir müssen ein Radar einfügen oder sowas. Ja. Nee. Also was man nochmal machen kann, ich könnte unten Smite anmachen. Guck, ob ich irgendwas. Mach nochmal Smite. Irgendwo irgendwas dazwischen liegt, aber ne. Er visiert nichts an. Nee, keine Ahnung. Zählt offiziell als bestanden, oder? Ja, official, easy. So, Freunde, es war eine sehr. Coole Karte. Irgendwo ist irgendjemand am Glitschen oder liegt unter diesem riesigen Haufen Leichen. Werden es nie rausfinden. Aber ihr könnt jetzt eine Bewertung da lassen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und